Ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch den Big Bad Bowser nennen, wenn ihr wollt. Denn ich werde jetzt ein weiteres Kämpfchen mit Bowser wagen. Und diesmal nicht allein, denn die Mario Bros. Sind schon deutlich stärker geworden, als sie das letzte Mal waren. Ich nehme... wer könnte wohl der beste Verbündete sein für so einen bösen Bowser? Überlegt mal, denkt mal scharf nach. Kamek habe ich nicht, also muss ich wohl ihn hier nehmen. Bowser Junior. Oh yeah. Und wir nehmen... Ach, ist ja geil. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich kann jetzt nicht nur Bowser Junior nehmen, sondern ich kann tatsächlich die ganzen Kinder von Bowser nehmen und mir den aussuchen, den ich am meisten mag. Tatsächlich mag ich Bowser Junior von denen am meisten. Wobei ich Larry eigentlich auch ganz cool finde und sogar Lemmy finde ich so ein bisschen cool. Die anderen sehen mir alle so ein bisschen arg unsympathisch aus. Insbesondere Roy und Ludwig mag ich nicht. Aber finde ich echt eine sehr geile Sache, dass man hier den so gestalten kann, wie man möchte. Das ist richtig schön gemacht. Ich nehme trotzdem Bowser Junior. Okay, ach so, natürlich, das muss ich ja wieder machen. Ach, immer diese Sache hier. Okay, ich hab schon einen Namen. So. Mal sehen, ob es hinpasst. Ihr müsst kurz abwarten. Nee, das passt leider nicht hin. Na gut, machen wir es anders. Ja, es wird spannend, ne? Alles klar. Ich glaube, ich hab's gleich. Okay. Das wird man wahrscheinlich gar nicht so erkennen, was ich damit meine. Ist auch ein bisschen arg weit hergeholt. Aber auf jeden Fall nehmen wir den Kleinen mit. Oh ja, yeah, wuhu! Der ist natürlich noch nicht trainiert, denn er ist ein ganz Kleiner. Und ganz Kleiner, die müssen jetzt noch ein bisschen trainieren. Aber wir kriegen dich schon groß, du Kleiner. Er hat eine Clown-Kanone, einen Clown-Flitzer, einen Putsch-Kutsch und einen Robo-Cooper dabei. Robo-Coopers kennt man ja seit Super Mario World. Bin mal gespannt auf ihn. Und er heißt Barbecue-Nior. Also das Q ist ja bis jetzt in allen Namen dabei. Achso, ich muss noch speichern, den Barbecue-Nior. Und mal schauen, was er so alles leisten wird hier. Puh, alles klar. Und jetzt gehen wir zurück in den Kampf. Smash! Okay, Smash! Okay, das wird bestimmt ein Spaß. Smash, habe ich doch gesagt. Okay, ich nehme nochmal den Big Bad Bowser mit rein. Diesmal nehmen wir einen Golden Geld mit. Und zwar in mein Team. Schwupp, nehmen wir Barbecue-Nior mit rein. Und dann müssen wir noch die Erzfeinde der beiden laden. Nämlich Luigi und Mario. Alles klar, it's me, Mario. Ja, aber du bist nicht alleine in einem Team. Sei nicht so ein Egomane. So. Team Blau, Team Rot, ich denke, das ist in Ordnung so. Natürlich werde ich jetzt vermutlich etwas schlechter abschneiden, aber man darf auch mal einen Kampf verlieren. Außerdem ist noch viel Platz nach oben bei den beiden. So, los geht's! Kumpfbreut! Zufall wie immer würde ich sagen... Oh, Pilot Wings. Habt ihr das eigentlich mal gespielt? Das erste Mal auf dem SNES erschienen. War tatsächlich so ein Flugspiel. Ich glaube, es gab auch ein Pilot Wings fürs N64. Hat mir tatsächlich viel Spaß gemacht, obwohl es total langweilig klingt. Und war teilweise auch bockeschwer, richtig schwer. Okay. Ich glaube, Bowser Junior macht sich gar nicht mal so schlecht. Und vor allem haben wir schon den ersten Mario rausgefetzt. Okay. Die Musik klingt ja mal so richtig schön langweilig, hä? Oh oh. Jetzt könnte es. Ach nee, es ist glaube ich nur ein Goldini. Goldini kann hier nichts anrichten. Habt ihr es gesehen? Der hat geschlappert. Okay. Bam! Okay, nochmal. Bam! Komm, Luigi. Du kannst bestimmt nicht noch mehr. Au, das sollst du nicht. Okay. Was ist passiert? Hilfe, Hilfe, Luigi, tut mir leid. Ich wollte dich nicht ärgern. Tut mir leid. Ah, nein. Barbecue-Nior ist gerade direkt in den Abgrund. Das ist nicht so gut. Nein, tut mir nichts, tut mir nichts. Oh, das war Marios Spezialattacke, zumindest eine davon. Bam! Komm schon! Ach, dieser blöde Mario sollte auch langsam mal wegfliegen. Bam! So, den habe ich rausgekickt. Hilfe, Hilfe! Okay. Ach, die kämpfen schon im Team, die zwei. Also, nicht im Team, sondern im Team. So. Bam! Obwohl es meine Intimfeinde sind, könnte man sagen. Okay, wir machen ein bisschen Feuer. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, der Kleine... Oh, der ist schon wieder weg. Scheiße. Das könnte schlecht ausgehen für uns. So, Luigi haben wir aber. Oh nein. Und Mario macht gleich seinen Superangriff. Was ist das denn? Ist ja hart.
Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht erwischt werden, oder was? Boah, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt tun soll. Okay, aber es ist irgendwie gar nichts passiert. Na gut. Okay. Bam! Hilfe! Ich würde dich gerne mal werfen. Komm her. Au, 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 au. Ah, scheiße, ich bin mal geworfen worden soeben. Okay, Mario ist aber ziemlich am Arsch. Oh, aber er lässt sich so leicht trotzdem nicht erwischen. Die Musik klingt ja doch ein bisschen langweilig. Aber das ist eben nun mal in Pilot Wings so gewesen. So, Mario ist, glaube ich, raus. Oh, ich bin aber auch gleich. Nee, Mario ist noch da. Der ist tatsächlich noch da. Mist. Komm her. Bam. Also die Stampfattacke ist für Bowser wirklich eine der besten. Okay, wir sind aber, glaube ich, trotzdem am Verlieren. Luigi kann mal wieder rausgeschmissen werden. Bam. So, der ist weg. Nee, Mist. Das macht er gleich wieder, glaube ich. Hui. Und nochmal? Macht er es nur dreimal? Ja, macht es nur dreimal. Und bam. Ist das anstrengend. So, ist vorbei. Na gut, Bowser dürfte noch relativ gut abgeschnitten haben. Ja. Ich glaube, es sind das Vater und Sohn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bowser Jr., doch, doch, das dürfte Vater und Sohn sein. Oder ist es wirklich der Bowser als Kind? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich denke, im Ursprung war das schon so, dass das der kleine Bowser einfach war. Also Zukunfts-Bowser und Vergangenheits-Bowser vereint. Außerdem bin ich Super Saiyajin, wie ihr gerade sehen könnt. Oh yeah. Okay. Bowser Jr. hat gegen Luigi und Mario gewonnen. Obwohl er keinen einzigen rausgeworfen hat. Mann, jetzt wisst ihr für den Schwächling. Na gut. Alles klar, hat ganz gut geklappt. Ich würde sagen, auf jeden Fall wurde der Schaden auf uns beide aufgeteilt, den die beiden verursacht haben. Sie sind inzwischen schon fast Level 20. Wir machen jetzt nochmal zwei Kämpfe gegen die. Und dann stelle ich euch im nächsten Part natürlich... Oh, ein neuer Gegner, vielleicht schaffen wir noch einen Kampf. Das sieht aus wie Wario, der damit freigeschaltet werden kann. Gibt es natürlich auch als Amiibo, den ich allerdings nicht besitze im Augenblick. Vielleicht hole ich mir den irgendwann nochmal nach. Also Herausforderer, wenn ich den jetzt besiegen sollte, falls das der Fall ist, dann wird er als Kampffigur freigeschaltet für mich. So, Erzfeinde gegeneinander. Bam! Okay, hat schon mal ganz gut angefangen. Hat schon mal ganz schlecht weitergemacht. Okay. Nein! Was macht der? Ach so, das bewirkt wirklich irgendwas. Hätte ich mir auch denken können. Oh, 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 ist der brutal. Ist der brutal. Der kann einfach so Bowser aufessen? Was ist das denn bitte? Oh, der macht mich ganz schön fertig. Ah. Krass. Und nochmal stampfen. Ja, der ist schon eine eigene Nummer. Ich glaube, diesen Kampf werde ich auch gerade verlieren. Ah, ich hab... Oh nein. Jetzt hat mich der Hintergrund getötet. Kann man das irgendwie sehen, wann die kommt? Denn das war schon das erste Mal so ein bisschen das, was mich voll erwischt hat. Na, schade, nicht freigespielt. Und jetzt auch noch hat sie mir den finalen Stoß gegeben. Das ist natürlich echt ärgerlich. Na gut. Also weiter mit dem normalen Match. Ich hätte natürlich den Charakter jetzt ganz gerne freigespielt, aber ich denke, es bieten sich noch genügend Möglichkeiten, das zu leisten. Jetzt erstmal geht's nochmal gegen die Mario Bros. Weiter. Und ich mache gleich einen schlechten Start. Uiuiui. Okay. Und, den Pokéball. Ich will auch mal einen Pokéball haben. Was macht Togepi eigentlich? Wahrscheinlich irgendwelche Zufallsattacken. Ich bin natürlich wieder der, der am meisten verletzt ist. So läuft das eigentlich nicht gut. Nein. Der weicht aber auch allem aus. Beziehungsweise lasse ich mich auch von allem treffen. Oh, oh, da muss ich weg. Oh. Gut, gerade so. Aber die Bombe ist natürlich noch da. Oh, okay. Bam. Oh, alter Verwalter. Alter Verwalter. Und runter hier. So. Ist immer noch keiner gestorben. Mist. Ja, der verarscht mich doch. Das war ein typischer Mario-Killed-Bowser-Abschießwurf. Bam. Und Mist, die wehren auch wirklich viel ab. Die wehren schon viel ab. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich diesen Schild häufiger benutze. Der macht natürlich viel aus. Boah, ist Luigi irgendwann zwischen... Ich glaube, der Kleine macht gerade mehr guten Kampf als ich. Das ist ja beschämend. So. Also den Schild kann man nicht ewig aufrechterhalten. Wenn man das... Also er wird erstens immer schwächer und zweitens, wenn er gebrochen wird, wird man dizzy danach. Und dann kriegt der Gegner eine gute Chance, einen so richtig einen reinzuwürgen.
Na, oh, nein! Habt ihr das gesehen? Die Spezialattacke von Bowser hat mich tatsächlich so richtig schön gefetzt. Ja, Mario kann ruhig versuchen, das zu holen. Das ist leider direkt im Abgrund. Gerade. Okay. Ah, Mist. Geh weg, Mario. Jetzt möchte ich's mal haben hier. Na. Ach, Mist. Kommen wir nicht dran. Das war jetzt blöde geschwebt da. Aber inzwischen macht der Kleine schon ganz gut mit, muss ich sagen. Obwohl er jetzt auch gerade wieder ordentlich Schaden hat. Bam! Ach, blöder kleiner Luigi. Warum fliegst du in die falsche Richtung? Ja, boom! Nochmal. Ah, jetzt kommt, glaube ich, wieder der Reiter. Es hat, glaube ich, ein Horn ertönt. Ja, da ist er. Diesmal von der anderen Seite. So, ich habe Luigi noch weghauen können. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Habe nicht rechtzeitig an das Fass gedacht. Ich fürchte, jetzt geht es nicht so gut für uns aus. Mann, lass meine coole Attacke in Ruhe. Au, au, au. Ich würde gerne abwehren. Hallo. Na gut, dann halt nicht. Den haben wir rausgehämmert. Leider wurde auch... Nee, da können wir nichts mehr holen. Oh, Luigi hätte ich gerade noch so rausgehämmert, aber ich glaube, wir haben verloren. Die Mario Bros. Dürften gewonnen haben. Ja, da waren sie richtig hart drauf, die beiden Jungs. Luigi ist so cool. Ja, die wackeln leise. Wackeln, wackeln. Okay, alles klar. Sie freuen sich über ihren Sieg. War wohl verdient, denn wir haben wirklich viel schlechter abgeschnitten. Obwohl, warum ist denn Mario so viel gefährlicher gewesen? Ja, das war natürlich nichts. Wir haben aber insgesamt nur um einen Punkt verloren. Und den hätten wir natürlich nicht verloren, wenn ich mich nicht selbst getötet hätte. Zumindest weiß ich. Nee, obwohl, ich weiß es nicht. Ich hatte Mario, glaube ich, mitgerissen da. Es ist ein bisschen schief gelaufen. Ich hänge jetzt noch eine Runde dran. Mal sehen, ob wir... Oh, die sind aber schon Level 20 und 21. Ob wir da nicht noch was rausreißen können. Ach nee, ich darf noch mal gegen Mario kämpfen. Weiß nicht, ob ich dann noch eine Runde dranhängen kann. Ach, weiß ich nicht, ob ich jetzt gegen den gewinne. Ich hoffe, es ist ein anderes Level diesmal. Denn diese... Nein, es ist auch noch das gleiche. Ah, nee, das gefällt mir nicht, das Level. Weil ich das noch nicht so recht kapiert habe. Spring mal. Ah, die macht irgendwelche unheimlichen Dinge. Erstmal normal hier. Oh, bam. Der macht einen Furzangriff. Das gibt's doch nicht. Und... Au, au, stamp! Und Mist, ausgewichen. Bam! Okay. Wir müssen hier hinterherlaufen, fürchte ich. Das ist ja voll das unheimliche Zeug hier mit der Mutter und allem. Nein, ich wollte doch werfen. Bam! Aus nächster Nähe gearscht, sozusagen. Und nochmal. Ist das irgendwie anders, das Level? Denn diesmal kommt die Mutter gar nicht hier unten raus. So, ein Smash-Schlag nach oben und wir haben gewonnen. Yay! Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch funktioniert, aber wir haben ihn besiegt. Und ab jetzt ist Wario dabei. Richtig geil. Ha, Wario mag ich eigentlich nicht so sehr wie Bowser als Bösewicht, aber er ist unglaublich böse. So, Wario leuchtet, sobald er bis zum Platzen irgendwas ist. Aha. Na gut, die Tipps konnte ich jetzt nicht so richtig vorlesen. Ich denke, ich mache jetzt trotzdem noch diese Runde ran. Hänge sie noch an für euch, damit ihr noch einen Kampf sehen könnt, denn Wario war ja nicht so richtig hundertprozentig füllend jetzt für diesen Part. Und jetzt sind wir im Lylat-System offenbar und kämpfen nochmal gegen die Mario Brothers. Lylat Wars war ja der zweite Teil, glaube ich, von Star Fox. Oh, das wollte ich eigentlich machen. Oh. Also, was ich noch nicht so gut hinkriege, ist, die Gegenstände rechtzeitig einzusammeln. Ah, Mist. Nein! Immer dieser blöde Mario, der meine Gegenstände klaut. Okay. Aber hat wieder nichts gebracht. Und schnipp! Ach, Mist. Ach, die verarschen mich, die zwei. Die verarschen mich vielleicht was. Okay, was war's? Was hat mich da gerade so getroffen? Ah, nein. Das ist nicht gut. Oh, die sind aber auch harte Jungs inzwischen. Echt wahr. Echt wahr. Ich treffe überhaupt nichts. Was ist das denn? Ach, das ist... Sowas gibt's hier auch noch, ne? Okay, wir haben gerade irgendwie das Sternsystem gewechselt und ich bin tot. Wir haben, glaube ich, noch keinen einzigen Sieg. Also selbst auf diesem Level bin ich schon deutlich schlechter als die zwei. Boom! Okay, die haben auch noch nicht mal richtig Schaden bekommen. Sind immer schneller als ich am Zug. Mist! Ach,
Mist. Schwimp! Okay, immerhin. Und Dampf. Oh, ah, dumm. Okay. Und, na gut, da ist niemand gewesen, den ich hätte hauen können. Mist. Oh, was ist das? Ach, das ist das Ding. Oh, oh. Wieder zurück ins Spiel und... Na gut, wenigstens treffen wir Luigi ab und zu. Okay, Mario, mach's gut. Nein, mach das nicht. Doch, doch. Na, mach das. Hey, warum fliegt der nicht runter? Er ist groß, ha? Huh? Hat er einen Pilz eingesammelt oder sowas? So, aber jetzt ist er endlich weg. Puh. Harder Mario. Warum bist du nur so hart? So, jetzt wollen wir als nächstes mal Luigi loswerden. Dam, dam. Der ist nämlich inzwischen schon etwas besser verletzt als Mario. Ja. Aber ich fürchte, als nächstes wird erstmal mein Partner rausgehen. Aber ich, vielleicht kriege ich... Ach nee, dieser, das smasht nicht ordentlich, dieser Angriff vom Bowser. So, aber... Oh nein, das war es gar nicht. Das war gar nicht das, was ich wollte. Bam. Verdammt nochmal. Ist das viel Stress hier. Bam. So, Luigi ist raus. Jetzt versuchen wir es mal mit Mario. Ein bisschen Feuer hilft vielleicht dabei. Und nochmal Feuer. Und nochmal. Oh. Hat er sich nicht verarschen lassen? Ich hoffe, ich schaff's noch zurück. Ja, ich schaff's noch zurück. Aber es ist inzwischen schon knapp. Ich habe schon 150% Schaden. So, was bringt... Ah, gut. Wir können gerne mal ein bisschen Laser schwerten. Kommt niemand vor meine Flinte. Na gut. Machen wir halt normal weiter. Oh, jetzt hat er mich gleich. Jetzt ist auch der... Nee, kommt niemand mehr. Kommt. Ja, Mist. Also, es könnte jetzt schon wieder vor uns vorbei sein. Irgendwas mit Pilz. Nein, wir haben gewonnen. Wir haben tatsächlich gewonnen. Sehr schön. Ein Glück. Also, Super Saiyajin Bowser hat gewonnen. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, aber auch nicht meinetwegen, sondern wegen Barbecue-Nor. Junior eigentlich. Haben wir letztendlich dieses Match gewonnen. Würde sagen, da hat er gute Arbeit geleistet, denn, ich habe eigentlich ganz schön abgekackt. Gut, im nächsten Part werde ich euch vielleicht dann den Amiibo von Bowser noch vorstellen. Werde dann vielleicht selbst mal mit Bowser Jr. kämpfen. Und oder vielleicht teile ich das auch so ein bisschen auf. Ich muss mal gucken, wie ich die Konstellation dann mache. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.